Viele meiner Videos beginnen genau an diesem Ort und immer wieder lese ich in den Kommentaren, Joel, was machst du eigentlich hauptberuflich? Was ist eigentlich Joker? Und zufällig haben wir heute auch noch die 70.000 Abonnenten erreicht. Vielen, vielen Dank dafür. Umso mehr ein Grund, euch zur Joker Studio Tour einzuladen. Viel Spaß! Der Weg bis hierhin begann vor circa 5 Jahren. Da habe ich mich aus meinem Wohnzimmer selbstständig gemacht mit Apple Support vor Ort, das heißt direkt beim Kunden. Ein Jahr später konnte ich mir dann schon ein geteiltes Büro leisten und konnte auch Kunden einladen. Am Anfang hatte ich natürlich noch nicht viele Kunden und sehr viel Zeit und vertrieb mir diese damit, Tutorials und Hilfevideos für Apple-Produkte hochzuladen. Und so ist auch dieser Kanal entstanden. Während der ganzen Zeit war ich immer auf der Suche nach einem Ort, der auf der einen Seite die Apple-Ästhetik widerspiegelt, auf der anderen Seite mir die Möglichkeit gibt, meinen Support anzubieten, aber auch Videos zu produzieren. Vor einem Jahr war es dann endlich soweit und ich habe diesen Ort gefunden. Bei der Planung war mir ganz wichtig, dass der Ort ein sehr klares, strukturiertes Design hat und minimalistisch daherkommt, damit man sich voll und ganz auf den Support konzentrieren kann. Und zum anderen war es mir wichtig, dass es nicht den klassischen Tresen gibt, sondern ein Ort, wo man zusammenkommt, um zusammen Apple-Herausforderungen zu lösen. Ein bisschen wie ein Mini-Apple-Store im Dark-Mode-Style. Das schwebte mir vor und das ist bei der Umsetzung dann auch so geworden. Da diese Fliesen schon drinne waren, musste ich entsprechend mein Gestaltungskonzept drumherum bauen. Da diese natürlich schon sehr viel Unruhe reinbringen, habe ich versucht, mit ganz klaren Linien und klaren Farben zu arbeiten, um dem Raum wirklich die Struktur zu geben, die ich mir vorgestellt habe. Angefangen beispielsweise bei den Lampen. Das sind Nemo Lightscapes. Ich verlinke euch die, wie gesagt, auch alle unten in der Beschreibung, die ein wunderschönes Licht machen und auch wirklich sehr klare Formen haben. Hier haben wir uns für ein X entschieden, um beispielsweise diesen sehr länglichen Raum nicht zu gerade zu machen, sondern hier wirklich einen kleinen Bruch durchzuführen, damit der Raum entsprechend eine andere Wirkung bekommt. Das spiegelt sich dann auch im wahrsten Sinne des Wortes auf der Rückseite wieder, wo ich mich für einen Spiegel entschieden habe, um diesen relativ kleinen Raum doch größer wirken zu lassen. An den Wänden habe ich mich von der sehr bekannten Apple-Kampagne Think Different inspirieren lassen und habe hier das Ganze auf meinen Support ein bisschen ausgeweitet. Hier sehen wir auch Support Different, spielt wieder hinten mit dem Spiegel ein bisschen und deutet darauf hin, dass mein Support ein bisschen anders funktioniert, als man es von einem klassischen Support gewohnt ist. Der Tisch in der Mitte ist der Ort, wo man mit dem Kunden zusammenkommt und mir war es ganz wichtig, hier keinen klassischen Counter zu haben, der einem vom Kunden separiert, sondern wirklich einen gemeinsamen Platz zu schaffen, wo man zusammen die Herausforderungen für die Apple-Fragen lösen kann. Damit das Ganze clean aussehen kann, war es nötig, hier entsprechende Hilfsmittel gut zu verstecken, wie hier zum Beispiel den Strom- bzw. USB-Anschluss in der Mittelkonsole oder hier im Sideboard entsprechende Stauräume für Kabel, für technische Hilfsmittel, aber natürlich auch, um hier mal einen Kaffee zu machen oder etwas am Computer nachzuschauen. Bei den Hockern habe ich mich entschieden, ein bisschen Wärme reinzubringen in Form von Holz, weil das Ganze ja schon sehr kühl wirkt. Diese sind in der Höhe verstellbar und passen mit ihrem Industrial Look ganz gut in das Gesamtkonzept. Alles, was ihr hier seht, ist wirklich individuell für den Raum hergestellt. Hier haben wir eine ganz kleine Mini-Abwaschmöglichkeit. Wenn man beispielsweise dem Kunden einen Kaffee gemacht hat, weil es mir wichtig ist, dass eine gute Atmosphäre herrscht, dass man Ruhe hat, um die Punkte durchzugehen, die dem Kunden wichtig sind. Ich habe mich hier für eine Nespresso-Kaffeemaschine entschieden, weil die entsprechend schnell gehen, wenn man beispielsweise Kunden da hat. Gleichzeitig kann ich euch nur empfehlen, diese Kapseln hier zu verwenden von Halo. Die sind nämlich komplett kompostierbar, was bei den normalen Nespresso-Kapseln nicht der Fall ist. Im Flur hat dann Ginger die Möglichkeit, mal was zu trinken bzw. zu essen. Und hier befindet sich auch die Toilette, wo mein guter Freund Brad untergebracht ist, der abends automatisch einmal komplett das Büro durchsaugt. Das ist ein guter Tipp vom lieben Kilian gewesen. Vielen Dank dafür. Da dieses Studio natürlich nicht riesig ist, brauche ich sehr viel Stauraum. Und hier haben wir zum Beispiel einen riesen Schrank eingebaut, wo zum Beispiel Kundenrechner, Ausgabe und Annahme ist, beispielsweise aber auch ein Kühlschrank untergebracht ist. Jetzt kommen wir in den hinteren Bereich, der wirklich multifunktional genutzt wird. Hier seht ihr links mein nicht schönes, aber sehr praktikables Setup, wo ich 2 Bildschirme benutze, um links beispielsweise die Mails hochkant zu haben, um die immer im Blick zu haben. Rechts habe ich Überwachungskamera bzw. Nachrichten, WhatsApp etc. von Kunden immer im Blick und in der Mitte findet Fernwartung bzw. die Arbeit statt, die ich gerade durchführe. Je mehr ich YouTube nebenbei gemacht habe, desto mehr Equipment sammelt sich logischerweise an und hier haben wir wieder sehr viel
viel Stauraum geschaffen, um das alles unterzubringen. Diese Leiste benutze ich in der Regel, um beispielsweise Kundenrechner dort abzustellen und im Blick zu behalten, wie weit die Installation ist oder ob die Datenmigration beispielsweise abgeschlossen ist. Hinter meinen drei Bildschirmen versteckt sich der Mac Pro von Ende 2013 mit 64 GB Arbeitsspeicher, der noch sehr gute Arbeit leistet. Mein All-Time-Favorite ist auf jeden Fall dieser Eames-Chair, den ich mir von meinem ersten Ersparten gekauft habe und es absolut nicht bereut habe. Wirklich absolute Qualität dieser Stuhl. Genauso geht es mir mit den Elgato Keylights. A, sie nehmen überhaupt keinen Platz weg. B, sie machen perfektes Licht, wenn man Videos aufzeichnen möchte. Das Ganze lässt sich noch über eine App steuern. Man kann sie dort anmachen, Helligkeit einstellen, aber auch den Farbraum festlegen. Hier hinten nehme ich meine Videos auf, deswegen muss das Ganze multifunktional einsetzbar sein. Das heißt, als Ablage fungieren, aber auch die Möglichkeit geben, ganz schnell und einfach hier Videos aufzuzeichnen. Den ganzen Raum habe ich in einem Blau-Grau-Ton gestrichen und mit Farbakzenten wie beispielsweise diesem Gelb versehen. Auch ist das ganze Studio Smart Home-mäßig eingebunden. Licht, Schlösser, Alarmanlage funktionieren automatisch. Wenn euch das Ganze interessiert, kann ich nochmal ein extra Video darüber machen, wo ich euch zeige, wie die Automatisierungen hier so beispielsweise morgens und abends funktionieren und welche Kurzbefehle ich da gerne benutze. Natürlich gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Ihr hört es sicherlich hier vorne beim Ton beispielsweise. Aber ich kann mir langfristig vorstellen, je mehr das Ganze sich hier auch etabliert, dass ich nochmal ein weiteres Studio suche, um beispielsweise die Videoproduktion und den Support ein bisschen zu trennen und das Ganze aufzuteilen. Weil wenn natürlich sehr, sehr viel los ist, ist das Ganze hier nicht gleichzeitig machbar. An dieser Stelle möchte ich aber dieses Video beenden. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Wenn ihr neu dabei seid, freue ich mich natürlich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Dann werdet ihr immer informiert, wenn es ein neues Video zum Thema Apple gibt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.